Die Winterklausur der Thüringer CDU-Fraktion stand im Zeichen der Asyl- und Flüchtlingspolitik, der von Rot-Rot-Grün losgetretenen Pläne zur Gebietsreform und der angespannten Sicherheitslage durch Terrorismus und extremistische Gewalt. Im Beisein der Bundestagsabgeordneten und des Landesvorstandes der Thüringer CDU wagte Mike Moring einen Ausblick auf das zweite Regierungsjahr von Rot-Rot-Grün. Es wird ein Jahr der großen Herausforderung für diese Koalition werden, weil sie schlechte Rahmenbedingungen gesetzt hat. Sie hat die Kassen geleert, sie belastet die Leute bei den Strukturveränderungen, die sie vorhat, mit Blick auf die Gebietsreformveränderungen, und sie ist nicht in der Lage, eine aktive, gute Flüchtlings- und Integrationspolitik zu leisten. Wir spüren, dass in diesen unsicheren Zeiten die Bürger ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Und wir müssen darauf eine Antwort geben. Das ist auch eine unserer Alternativen zur rot-rot-grüner Regierungspolitik, in der wir diesen Sicherheitsbedürfnis auch eine Antwort gegenübersetzen. Und wie wichtig es ist, darauf die richtigen Antworten zu finden, unterstrich Gastredner Professor Dr. Rudolf Korte. Denn aus Verunsicherung erwächst schnell Angst. Ja, Angst ist aber ein Killervirus für jede demokratische Gemeinschaft. Die Tyrannei der Mehrheit ist ein Ergebnis am Ende, wenn sich Angst durchsetzt. Und populistische Volksbelauscher setzen auf die Angst. Andererseits rationale Argumente über das, was hier an Wohlfahrtsstandards auch erreicht ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern mit sehr geringen extremistischen Parteien, ist eigentlich eine sehr positive, zuversichtliche Aussicht. Also mit Zuversicht und Optimismus kann man dem durchaus begegnen. Zur besseren Bewältigung der Flüchtlingsströme beschloss die Große Koalition in Berlin das Asylpaket 2. Doch leider wurden diese Beschlüsse bis heute nicht umgesetzt. Woran liegt es? Wir sind uns beim Asylpaket 2 mit der SPD noch nicht einig. Und die SPD hat es schrittig gestellt, sodass der Kabinettsdurchlauf noch nicht geschehen ist. Dasselbe gilt für ein Gesetz, das nennt sich Datenaustauschgesetz, wo ein verbindlicher Flüchtlingsausweis geregelt ist. Auch das hat die SPD bisher aufgehalten. Das sind zwei Punkte, die eigentlich in der Öffentlichkeit schon abgearbeitet sind für die Öffentlichkeit, weil sie angekündigt waren, auch tatsächlich noch nicht besprochen, noch nicht beschlossen sind. Und hier hängt es im Moment bei beiden Gesetzen an der SPD. Wir müssen wieder zur eigentlichen Regelung zurückkommen, dass wir also auch an den Grenzen kontrollieren und zurückweisen, ähnlich wie es Dänemark und Schweden machen. Es kann nicht auf Dauer sein, dass wir end of the pipe am Ende der Fahnenstange sind. Und da müssen wir also zur Anwendung geltenden Rechts wieder zurück. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asylbewerber und einem Zuwanderer? Christian Hergott klärt auf. Das muss klar voneinander getrennt werden. Die Menschen, die hierher zu uns kommen, weil sie Schutz suchen und berechtigte Schutzgründe haben, die bekommen diesen Schutz für einen gewissen Zeitraum und danach sollen sie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Die Menschen, die wir als Zuwanderer brauchen, in unserem qualifizierten Zuwanderer in unserem Arbeitsmarkt, die sollen zu uns kommen, auch auf Dauer, aber die müssen entsprechende Voraussetzungen mitbringen und dürfen nicht über das Ticket Asyl zunächst als Asylbewerber zu uns kommen, um dann sukzessive in unseren Arbeitsmarkt einzuwandern. Das muss man klar voneinander trennen und dafür stehen wir auch als CDU. Die Städte, Gemeinden und Landkreise sind mit Registrieren, Integrieren und der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge beschäftigt. Und da kommt die rot-rot-grüne Regierung mit einer Gebietsreform um die Ecke. Ist das ein guter Zeitpunkt? Erstmal ist es überhaupt sinnvoll, so eine Gebietsreform zu machen. Und insbesondere in der heutigen Zeit, wo die Menschen da draußen alle, vor allem die Verwaltung, mit Asyl und nichts anderem zu tun haben. Bei den Gebietsstrukturveränderungen setzen wir auf Freiwilligkeit. Die Menschen wissen am besten vor Ort, wie sie zusammenleben können. Und wir setzen auf interkommunale Zusammenarbeit, weil man natürlich tatsächlich Effizienzgewinne im Verwaltungshandeln organisieren kann. Aber auch die unfassbaren Ereignisse der Silvesternacht aus Köln und anderen Großstädten sind für die Thüringer CDU so nicht hinnehmbar. Auf der Klausur wurde ein umfangreiches Positionspapier mit zahlreichen Maßnahmen verabschiedet. Und unser Papier soll genau diesen Anspruch erfüllen und soll auch den Herausforderungen standhalten, eben auch eine stärkere Überwachung der Gefährder in diesem Land sicherzustellen. Das heißt, auch in Thüringen brauchen wir einen aktiveren Verfassungsschutz. Wir brauchen auch wieder V-Leute in dem Bereich und wir brauchen eine konsequentere Überwachung der Gefährder. Heißt unterm Strich auch, dass wenn Gefährder nach Abbüßung ihrer Straftaten immer noch Gefahrenpotenziale in sich birgen, dann müssen wir auch prüfen, ob auch die Variante einer elektronischen Fußfessel eine Variante ist, mit der man künftig in der Sicherheitspolitik arbeiten muss.
gerade auch nach den Vorfällen von Köln, hier aktiv zu werden. Und das, was derzeitig passiert mit Rot-Rot-Grün im Bereich der Polizei, im Bereich des Verfassungsschutzes und der Feuerwehren, Katastrophenschutz, einfach gegenzuhalten und auch auf Dinge hinzuweisen, die uns wichtig sind, die umgesetzt werden müssen, um hier die Sicherheitslage für unsere Bevölkerung zu garantieren. Großen Aufgaben stellt sich da die Thüringer CDU. Als Gast der Winterklausur erinnerte der hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg daran, dass auch die hessische CDU schon um den Weg aus der Opposition in die Regierungsverantwortung kämpfen musste. Für die Freunde in Thüringen hatte er einen guten Rat, wie man aus einer Regierung im Wartestand 2019 einen Wahlgewinner macht. Durchhalten, klare politische Programme und Linien definieren, immer dabei bleiben und damit Verlässlichkeit und Vertrauen aufbauen und dann gewinnt man auch Wahlen. Und das Fazit der Klausur im Kloster fiel durchweg positiv aus. Absolut zufrieden mit der Klausur. Ich denke, es ist auch wichtig, gerade Anfang des Jahres nochmal so die Schwerpunkte unserer Arbeit für 2016 in diesem Jahr halt festzulegen. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen, auch dass wir uns aktuell mit der innenpolitischen Sicherheitslage beschäftigen, aber auch mit dem, wie werden wir aktuell als CDU-Fraktion gesehen. Und es hat sich auch dieses Jahr wieder gezeigt, die Referenten, die fachlichen Gespräche, die Vorträge, haben uns sehr, sehr viel Neues mitgegeben. Da lernt man eben auch voneinander und das finde ich wichtig.